Einen wunderschönen. Da bin ich mal wieder, euer Odin. So. Und ich habe eben mit euch das Unboxing zu einem Mixer gemacht. Jetzt müssen wir erstmal hier unter Strom sorgen. Ob ich mir wieder Mikrofon ab. Ganz großes Kino. So, wartet mal, ich muss hier nur schnell das abkriegen hier irgendwie. Meine Fresse, will nicht so wie ich wohl will. So, Kabel. Ich würde sagen, Kabel reicht. Von der Länge kann man verstauen, reicht. Ich werde das jetzt auch mal unter Strom setzen mit euch zusammen. Ist das unter Strom? Ist unter Strom. Achso, erstmal on. Oh. Nur immer und oh, die sind aber schön beleuchtet, die Tasten. Wartet mal, ich mache euch mal runter, dass ihr das mal so vernünftig seht. Ich werde mal hier so ein bisschen Platz machen. Ich habe mir hier schon alles zurechtgelegt. Die Milch, Kakaopulver, Schokoeis, Spachtel, Glas mit Strohhalm. Weil wir wollen ja dann einen Milchshake machen. So, wie ihr seht, das ist hier schön übersichtlich. Wenn wir das jetzt, ich werde das mal so machen, dass ihr das noch vielleicht ein Stück besser seht. Ich kann ja zoomen. So. Und ein Stück runter. So, wenn ich jetzt hier einmal mache, dann blinken die alle. Dann haben wir hier einmal Impuls. Da geht das einfach an. Das ist auch gar nicht mal so laut. Ich hätte gedacht, der ist lauter. Dann haben wir die. Brauche ich nur eh mal drücken, so ja. Das ist jetzt für Crash-Eis. Dann geht das hier oben. Seht ihr das? Geht so im Intervall. So, und wenn ich hier nur Power mache, dann ist es halt einfach nur, dass es so lange geht, wie ich will. Und dann haben wir hier neue Tränke für Smoothies jetzt. Ihr seht, das fängt hier langsam an, wird schneller. Hier unten kommt ganz viel Luft raus. Steht fest. Kann ich euch noch mal zeigen. So, fängt langsam an und dann steigert sich das. Wir können aber auch einfach nur machen, indem wir hier machen. Und dann sehe ich jetzt gerade, seht man hier auf die Anzeige, die ist schwach gelb und wird immer gelber. Wenn ich ganz rum bin, ist sie richtig gelb. So, dann würde ich jetzt sagen, gucken wir uns mal das Gehäuse an sich noch an und dann werden wir nachher nämlich auch mal Milchshake machen. Ist auch überhaupt nicht warm jetzt hier irgendwie dergleichen. Ach, da sind so ja Saug. Das muss ich euch gleich zeigen. So, wir haben jetzt hier in 2 Liter Behälter. Nicht nur jetzt hier so ein Liter oder 1,5 wie bei vielen. Nein, das ist 2 Liter. Das zeige ich euch. Das steht hier irgendwo oben drauf. 1000, 1250, 1500. Also bis hier sind 1500. Und das restliche Auffüllen, das sind 2 Liter, das steht auch irgendwo hier. Und das für Crash-Eis, also die Smoothie-Taste ist für Smoothies, die Eis-Taste, also die in der Mitte ist für Crash-Eis und Puls-Taste ist auch für erfrischende Rein... Ach, das ist für... Damit kann man die auch einfach reinigen. Ah, okay, gut. Dann haben wir hier den Deckel, wie ihr sagt. Wir haben auch noch hier so ein Schaber. Hier, den können wir auch... Denn hier oben so drauf machen und wenn man dann spritzt das alle von da unten ran und wenn wir das dann brauchen, dann können wir das einfach wieder so. Und das Gute ist, das, selbst das hier läuft dann alle drunter und dann kann man einfach hoch machen und dann läuft das wieder drin. So, jetzt mal hier die Löffel noch wegmachen, die Hefte wegmachen.
Das ist jetzt hier sehr fest drauf. Ja, seht ihr das? Das habe ich wirklich mit richtig Kraft abmachen müssen. Wir haben hier zwei, also eine Dichtung, die aus zwei einzelnen Lamellen besteht, die aber sehr dick sind, die das schön festhalten, muss ich jetzt mal so sagen. Das habe ich jetzt hier gerade gemerkt und ich zeige euch jetzt nochmal die Karaffe. Die ist jetzt nicht Plastik oder so, das ist ganz dickes Glas. Hört man das vielleicht? Ja, das ist kein Plastik, das ist richtig, richtig dickes Glas. Glas, nicht Glas, Mensch, bin ich doof. Hier unten auch das Malwerk ist hier, das Übergriff ist hier sehr schön gemacht. Dicke Plaste. Na, da bin ich mal gespannt, ob das auch auf Dauer hält, weil ihr seht, das ist halt auch nur Plaste. Das kann man hier unten auch nicht abschrauben, das ist alles fest, das ist eine Einheit. Und hier unten ist halt der drinnen, der hat aber hier mehrere Tasten, also mehrere Arme. Aber das geht auch hier nicht ab oder so. Oder kann man das irgendwie abmachen? Ich will es ja auch nicht kaputt brechen. Aber ich glaube mal, hier ist eine Schraube. Ich glaube mal, die ist dafür da. Oder ist eine Sensorschraube. Scheißegal. Muss ich mir die Anleitung durchlesen. Dann haben wir hier die Basisstation. Die ist auch sehr schwer. Wir haben hier unten, ich habe es gemerkt, wo ich den gemacht habe, hier so einen kleinen Ventilator drin. Der macht richtig Wind. Hier überall wird ordentlich mit Strom versorgt und wir haben hier Saugnäpfe. Nicht nur einfach was zum Stehen, das sind richtige Saugnäpfe. Einfach ruff, immer ein bisschen gedrückt und ihr seht, das ist fest, das wackelt nicht einfach hin und her. So, muss man richtig abmachen. So, dann würde ich jetzt sagen, dann wartet jetzt für das Hardware-Video. Wir haben jetzt genug Hardware gemacht. So, wir werden jetzt Hardware-Check machen und beim Hardware-Check, da mischen wir uns jetzt einfach mal in, wie heißt es gleich noch? Eischokolade? Nee, Eischokolade nicht. Milchshake wollen wir machen, genau. Ey, ich bin das Wetter, sorry Leute, ey, das ist hier wirklich barbarisch heiß. Und morgen, weil ich ja nicht wusste, ob das ist, aber das habe ich ja immer da. Morgen will ich noch Früchte holen, dann will ich mit meiner Tochter ein bisschen Smoothie machen. Will ich mal ein bisschen rumexperimentieren. Vielleicht nehme ich das auch auf. So, dann würde ich jetzt erstmal verabschieden mich und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich im Hardware-Check, wo wir mal so in Milchshake damit zubereiten werden. Ahoi, sagt euer Odin.